Porta Nigra am Abend. Heute geht's am Josef vorbei ins Zimmer. Wie eine Ordensschwester schlafen wir getrennt in diesem schönen Kloster. Am frühen Morgen geht es in die Laudes und in den Gottesdienst dann zum Frühstück. Diese schöne Krippe habe ich zu Hause auch in Kleinformat. Wohl ein Gruß aus Bolivien. Hier gibt es auch schöne Schals zu kaufen. Und so habe ich meine Kinder auch mal die Berge raufgetragen. Gesättigt hat uns schon das Klostercafé. Buntes Markttreiben am Samstagmorgen in Trier. Auf geht's in Richtung Mannebach. Ich bin immer ein Tick schneller, bin ja auch ein bisschen jünger als meine nette Begleitung. Die da von der Porta Nigra in Richtung Dom eilt. Lustige Familie im Karneval. Heute ist Nelkensamstag. Ihm haben sie was umgebunden, ihr was aufgesetzt und sie hat den Schnaps um den Hals. Ganz vergessen, da tanzt noch jemand. Die Männer lenken ab, die Frau hat den Schnaps um den Hals und er hat den Schal, den sie hätte, um etwas zu bedecken. Oha, im kaiserlichen Palastgarten. Trier hat was zu bieten. Fast hätte ich gesagt Wien. Ist doch sehr vergleichbar. Ich weiß doch nicht, was das ist. Da haben sie einen Fahrradkorb umgehangen. Und er bläst die Sorgen weg. Oder als Maulkorb. Dann wäre aber vorne rum. Macht der Wind. An den Kaiserthermen. Ob wir die Schatztruhe aufbekommen? Ach du liebe Zeit, gutes Rätsel. Wir haben den Cache mit etwas Hilfe öffnen können und hello, heute ist Nelkensamstag. Auf zum Mosel. Und jetzt endlich sehe ich das Pilgerzeichen nach St. Matthias mit der gelben Muschel auf blauem Grund. Ich eile zum Mosel vorbei an so schönen Tafelservice. Sogar mit Pilgermuschel. Aber ich kann sie nicht mitnehmen, zu schwer zum Tragen. Seltsamer Anblick an der Volksbank.
nicht auf die Mosel sein, weil sich da der Nebel bildet über dem Wasser. Sowieso billig. Da steht es. 13 Tagesetappen. Köln, Trier, Perl, Schengen. Eine Nebenroute. Ja, jeder hat ja seinen eigenen Weg gemacht. Trier, Vézelay, Le Puy, Camino Santiago. Das Ziel in weiter Ferne. Auch monumental, St. Matthias. Stille vor dem Verkehr. Nun sind wir an der Mosel zum nächsten Kloster. Wir beide auf dem Weg zum Kloster Karthaus. Schöner Anblick einer Garage vor dem Kartäuserkloster in Konz. Verliebte Ameisen zwischen Primeln. Eine heiße Suppe im DHK Alten Zentrum von Trier-Konz. Es ist so kalt draußen. Mann, wie das hier so in Tavernen aussieht. Als wenn wir hier im Osten wären. Jetzt müssen wir über die Saargau Höhen und über die Mosel nach Tavern. Ist jetzt doch die Saar. Mit dem Pilgerzeichen rüber. Laut hier. In Richtung Tavern. Muss gerade mal eine ruhige Minute abwarten, um euch zu zeigen, dass es jetzt hier schon nach Saarbrücken, Saarland, und nach Metz, Frankreich geht, wo der Pilgerweg in 92 Kilometern auch sein wird. Auf der Suche nach einer Örtlichkeit am Rande des Karnevalszugs fand ich das hier. Mit Spülung. Oha. Sollte natürlich ein Witz sein. War eine ausrangierte Toilette eines Gärtchens. Die sind schön am Wegesrand. Dem Karnevalstreiben entflohen. Am Angelsportverein Köhnen. Da ganz hinten ist noch Konz. In Tavern. Hier war wohl früher auf dem Pilgerweg wirklich eine Taverne, um seine Trinkflasche aufzufüllen, seinen Muli zu tränken und ein Zimmer, eine Kammer zu finden. Wir wollen eventuell noch weiter bis Mannebach. Schönes Zuhause. Almhütte zwischendurch. Geschlossen. Feiern woanders heute. Karneval eben. Es sind 4 Grad im Schatten. Da hat aber was in den Wald gesetzt. Ein Kunstbaum auf dem Weg nach Mannebach. Die letzten Meter eilen wir nach Mannebach.
So, und hier könnte ich dann meinen Muli unterstellen, der mein Gepäck trägt. Schön hier, wie im Allgäu. Rein nach Mannebach. Am Ortseingang eine Apfelpresse oder Weinpresse mit einem Kelterstein und Fietz bedeutet auch mit den Füßen getreten. Das Resultat dieser Presse. Holzhaus am Wegesrand. Aus dem Dorfleben Mannebachs. Man trifft sich am Brunnen. Schöne Häuserfassade, handgemalt. Jetzt wissen wir auch, wer in dem schönen Holzhaus wohnt. Auf zur Übernachtung. Oh oh, kein WLAN. Hier trinken und plaudern wir. Oder schlafen. Cool hier im Brauhaus. Leckeres Essen gibt's unten auch. Was habe ich da? Kein Kleinen bei dir?